Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby Team und in diesem Video zeigen wir dir, wie du den Jahreswechsel mit Bilby am besten meistern kannst. Eine Frage, die uns häufiger um den Jahreswechsel erreicht, ist, ob man mit Bilby eine Inventur machen kann. Bilby hat nicht direkt eine Funktion, um eine Inventur zu machen. Allerdings kannst du mithilfe eines Datenexportes eine Inventur mit Bilby machen. Dafür musst du einen eigenen Export anlegen. Das kannst du in deinen Einstellungen im Menüpunkt Datenexporte machen. In der Leiste scrollst du jetzt so weit nach rechts, bis du eigene Exporte siehst. Über Neu kannst du ein eigenes Exportformat anlegen. Wir haben unser Exportformat für die Inventur schon beispielhaft angelegt und schauen uns das einmal an. Beim Export für eine Inventur musst du darauf achten, dass der Typ Artikel ausgewählt ist für das Exportformat. Als nächstes siehst du hier die verfügbaren Spalten und die zugewiesenen Spalten. In die zugewiesenen Spalten musst du jetzt alle Spalten ziehen, die dein Export beinhalten soll. In unserem Fall jetzt zum Beispiel der Titel des Artikels, der Einkaufspreis netto und brutto sowie der verfügbare Lagerbestand. Spalten kannst du ganz einfach per Drag and Drop hin und her schieben. Wir speichern das Ganze jetzt einmal ab. Wenn du in deiner Artikelübersicht wechselst, kannst du den Export vornehmen. Dafür markierst du alle deine Artikel bzw. die Artikel, die du exportieren möchtest und klickst auf den Export-Button. Anschließend musst du das noch bestätigen und kannst jetzt in dem Ziel auswählen, welches Exportformat du nutzen möchtest. Einige Exportformate sind schon voreingestellt, unser Inventur-Exportformat findest du aber auch hier unten in der Liste. Klickst du jetzt auf Export starten, kannst du dann hierüber die Datei herunterladen. Diese Datei kannst du dann weiter in beispielsweise Excel verarbeiten. Wichtig zu wissen ist, dass du den Export zu einem Stichtag machen musst. Möchtest du also den Datenbestand zum 31.12. exportieren, musst du das auch am 31.12. machen. Rückwirkende Exporte sind leider nicht möglich. Wenn du noch Fragen hast, wie du eine Inventur mit Bilby machen kannst, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da, schau auf unserer Hilfeseite vorbei oder melde dich bei unserem Support-Team. Bis zum nächsten Mal.